Hallo und herzlich willkommen zu einem für mich etwas ungewöhnlichen Format. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Vanessa Sharma, ich bin Kunsttherapeutin und ich teile hier Self-Care-Art für zu Hause. Du kannst aber auch in meine Art Soul Clubs kommen, in meine Online-Begleitungen und du kannst ganz vieles anderes bei mir entdecken. Ich packe alle Links in die Videobeschreibung unten, wenn du dich ein bisschen durchstöbern möchtest. Meine kreativen Frauenkreise, meine Kakaozeremonien, ich kombiniere Kunsttherapie, Kunst, Self-Care Art, künstlerische Persönlichkeitsentwicklung mit Spiritualität, mit moderner Spiritualität, bin aber auch anthroposophische Kunsttherapeutin. Also gibt es einen bunten Blumenstrauß, alles verbunden mit dem Herzen. Hier geht es darum, dass du in deine Schöpferkraft kommst durch Kunst. Hier geht es um Kreativität und hier geht es um die Befreiung von einem authentischen Ich, von einem authentischen Selbst. Das Format heute ist ein bisschen ungewöhnlich für mich. Ich habe schon mal einen Vlog hochgeladen, das ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Es ist total spannend, das zu sehen, weil mein Alltag komplett anders aussieht mittlerweile. Weil ich habe mittlerweile einen super süßen, wundervollen Sohn. Da hört ihr ihn auch. Genau, und weil es momentan sehr schwierig ist, Videos zu filmen, habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mit in einen authentischen Alltag. Ich habe einfach mein Handy angeschmissen. Die Bildqualität ist ein bisschen anders als die jetzt. Ich habe mein Handy angeschmissen und euch ein bisschen mitgenommen an 2 Tagen und euch einfach so ein bisschen gezeigt, wie ich so umgehe mit den Herausforderungen des Alltags. Mein Sohn kommt gerade mit einem kleinen Kinderbaby rein. Das sieht so süß aus, weil er jetzt auch laufen kann. Und es ist einfach wunderschön, aber es ist halt auch anstrengend. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Und ich zeige euch, wie ich so ein bisschen durch den Alltag komme, wie meine Arbeit aussieht als selbstständige Kunsttherapeutin, die größtenteils momentan von zu Hause arbeitet und die gleichzeitig Mama ist von so einem kleinen, wundervollen Zwerg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für den Vlog. Hallo ihr Lieben, hört ihr das? Ich hatte das Bedürfnis, nochmal so eine Art Vlog zu drehen. Ich muss auch ganz leise reden, ich bin ja immer in Schlafsachen. Einfach, weil ich Lust habe, mich noch authentischer zu zeigen und in diesem Video einfach noch authentischer zu zeigen, weil ich es total lange nicht gemacht habe und weil es damals total viel Spaß gemacht hat, diesen Vlog zu drehen. Ich bin gerade aufgestanden, ich habe gerade eben Yoga gemacht, seit 3 Wochen das allererste Mal, weil ich ehrlich gesagt super doll Schwierigkeiten habe oder hatte, wer weiß, ob es klappt, vor meinem Sohn aufzustehen. Es ist gar nicht so einfach. Auch wenn man immer von anderen Müttern hört, Mamas stehen extrem früh auf. Oder als Mama ist man ja nicht erst um 10 wach oder so. Aber doch, wenn man so ein kleines Kind hat, das sich die ganze Nacht neben einem rumwälzt. Oder auch erst um 11 oder so schlafen geht und man selber dann erst um 0 Uhr. Doch, dann wacht Mamas auch spät auf. Aber ich merke, wie wichtig es ist. Ich will gerade das Telefon anders halten. Ich habe hier gerade, anstatt der Kamera halte ich einfach das Telefon gerade, weil es einfacher ist für mich. Ihr könnt auch hier das Chaos mal sehen. Ich muss ein bisschen aufpassen, wer da steht. Ein Klientinnenbild. Das ist jetzt so schön mein Kopf davor, aber ich packe hier gerade für Kunst und Sinnlichkeit die Pakete, die jetzt heute auch rausgehen. Und ich habe heute auch keine Klienten. Ich könnte euch ja sowieso nicht mit reinnehmen, weil ich weil es ja ein Safe Space ist, in dem ihr jetzt nicht mithören könnt. Genau, aber ich zeige euch ein bisschen meinen Alltag, meinen Tag, wie es ist, wenn ich filme, wie es als Selbstständige ist, als Alleinverdienerin in einer Familie mit Kind. Denn das ist jetzt so. Wir haben uns dafür entschieden, aber das Schicksal hat uns auch dazu gebracht, dass es so passiert ist. Und es war auch notwendig, unbedingt notwendig. Als Selbstständige, Alleinverdienerin, die Attachment Parenting, also bindungsorientiert mit ihrem Kind liebevoll so viel wie möglich sein möchte, aber gleichzeitig für ihre Familie Selbstständigkeit verdient, als Kunsttherapeutin. Ein bisschen langer Titel für einen Vlog, aber wir starten einfach mal und gucken mal, wie viel Zeit ich jetzt noch für mich habe. Ich ziehe mich mal um und ich glaube, ich trinke heute Morgen einfach einen Kakao. Und mach vielleicht so eine kleine Kakaozeremonie für mich. Vielleicht kann ich sogar noch malen. Extra für euch. Als ob ich es sonst morgens immer mache. Aber ich kann ja den Vlog auch mal dafür nutzen, etwas zu tun, was ich mir gerne wünsche. Und
Es ist jetzt gleich 10 und jetzt ist das eingetroffen, was ich vorhin meinte. Ja, ich bin immer noch nicht umgezogen, noch nicht fertig gemacht und aus der kleinen Mahl- und Kakaozeremonie für mich selber ist ein gemeinsames Krümeln und Frühstücken mit meinem Sohn im Bett geworden. Auch schön. Ich merke gerade, wie schlecht ich darin bin, einen Vlog zu drehen. Ich habe gerade die Pakete gepackt, die Teilnehmerinnen-Pakete für den Kunst- und Sinnlichkeits-Workshop. Total vergessen, euch mitzunehmen. Also, ihr seht jetzt nichts. Da ist Ton drin, es ist ein Duftöl drin, es ist Zeichenkohle drin. Ich liebe die ja so sehr, damit zu zeichnen. Das ist total schön da. Damit ist es total einfach beim Zeichnen, den Perfektionismus loszulassen. Es ist total sinnlich. Fühlt sich schön an den Fingern. Es ist total warm. Ja, genau, das ist da drin. Und das ist alles. Und ein kleiner Kraftstein. Den kann ich auch noch zeigen. So in der Meditation auf die Brust legen kann. Ein Rosenquarz. Ja, und ein Öl, das ich selber zusammengemischt habe. Und eine Schokolade. Eine Rohkostschokolade. Damit der Kakao auch noch seine Wirkung entfalten kann und nicht totgeröstet ist. Eben der Ton, mit dem wir arbeiten. Ich überlege gerade. Und ich habe das alles in selbstgehäkelten Säckchen verstaut, die ich euch jetzt gar nicht mehr zeigen kann. Also sie sind zwar nicht perfekt geworden, weil ich halt keine Bastel-, Häkel-, irgendwas Frau bin. Aber es hat total Spaß gemacht, das zu machen. Und ich habe mich gerade total gefreut, die Pakete zu packen. Und ich hoffe, die Teilnehmerinnen freuen sich auch. Ich hatte gerade anstatt meines Morgens, wie ich ihn mir vorgenommen hatte, wie ich ihn geplant hatte, Zeit, heute Morgen einen Blogartikel zu schreiben. Im Nachklang zum Art Soul Club mit den Krafttieren, mit den Krafttieren aus Ton. Und danach war mein Sohn wach und dann haben wir erstmal im Bett gefrühstückt. Und dann hatte ich ein wunderschönes Treffen. Also heute sind eigentlich nur, außer dass ich den Vlog für euch filme und ich den Blogbeitrag geschrieben habe und ich so Sachen mache, die nebenbei anfallen, sind eigentlich nur Sachen, die so privat sind für mich heute. Und es gab so ein total schönes Treffen, so einen Raum, den wir unter Frauen eröffnet haben, in dem wir uns alle 3 Wochen austauschen und miteinander sprechen. Und es ist so wichtig, so einen Raum zu haben, gerade wenn man sonst für andere Menschen den Raum hält. Also das sind alles Frauen, die so im Coaching-Kontext, im therapeutischen Kontext arbeiten. Das ist total wichtig und wunderschön, so einen Raum auch zu haben, wenn man sonst Raumhalterin ist, wo man sich auch gegenseitig tragen kann und öffnen kann. Das war heute Morgen und das war so mein Vormittag, mein Tag. Mittagsschlaf gab es auch schon, wir haben da gekuschelt in der Ecke und geschlafen. Und jetzt schaue ich mal, was noch so ansteht und ob ich vielleicht auch noch für mich kreativ sein kann heute. So, ihr Lieben, es ist der nächste Tag. Und ja, ist das so, wenn man sich was vornimmt als Mutter von einem kleinen Kind, dass die Dinge, die man gerne machen würde, die man sich so wünscht für einen Tag, dann erst am nächsten oder am übernächsten oder am übernächsten Tag möglich sind. Und ich habe heute einen Gesichtsbemalungsworkshop von einer Kollegin, die so Fortbildungen in Körperbemalung gibt. Und ich habe gerade mal direkt angefangen. Also ich habe so drüber nachgedacht und mich so gefreut auf heute Abend. Vielleicht kann ich euch da ganz kurz mitnehmen, sogar. Es wird auch ein Instagram Live morgen geben, also wahrscheinlich dann in der Vergangenheit bei euch irgendwo. Ich blende mal ein, wie die Kollegin heißt. Und ja, genau, ich hatte dann einfach richtig Bock, mich bunt zu machen, bis ich mich zu schminken. Also das ist jetzt keine Aquarellfarbe, sondern das ist tatsächlich ein Lippenstift, den ich 100.000 Jahre gefühlt nicht benutzt habe. Und das fühlt sich gerade total gut an, euch zwar mitzunehmen, aber jetzt ja hier Zeit für mich zu haben. Hier liegt was. Ein leeres Blatt. Materialien, die ich mir intuitiv hierher geholt habe, von denen ich das Gefühl hatte, dass ich sie brauchen könnte. Ein Stift, den ich auch zuletzt vor 2 Jahren benutzt habe, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, was entstehen möchte. Ich werde gleich eine Intention setzen für das Bild. Ich habe total Lust, mich mit Weiblichkeit, mit Natur zu verbinden, mit einem Naturthema. Wie immer, eigentlich. Mal schauen, was entstehen wird. Und ich habe einen wundervollen Rohkakao mit aufgeschäumter Milch, ohne Zucker, den ich so bitter wie er ist, pur genießen werde und mir vorstellen werde jetzt, wie ich ihn direkt in mein Herz hineinschütte, dass er mich unterstützt in meinem kreativen Prozess. Durch mich begleitete kreative Kakaozeremonien gibt es übrigens auch im Art Soul Club. Ich packe alle Links unten in die Videobeschreibung.
Ich werde mit Orangen gefüttert. Oh Mann. So sieht's aus. Wenn man versucht, sich zu verkrümeln, um was zu malen. Aber das Kind dann auf jeden Fall doch wichtiger ist. Hi. Ich hab einen Sohn auf meinem Rücken. Hi. Ihr seht, the struggle is real. Damit mal so Deckel liegen zum Runterschmeißen. Ich brauche dringend auch wieder ein Atelier, einen Raum für mich. Ich habe den Raum gekündigt, den ich für mich hatte. Mein Atelier, weil er einfach zu weit weg war, weil es nicht funktioniert hat. Und so funktioniert es aber auch nicht. Und ihr kennt das seit 2020, diese ganze Homeoffice-Geschichte. Ich habe mich am Anfang unglaublich frei gefühlt, von zu Hause auch arbeiten zu können. Aber es braucht auch einen Space, es braucht einen Raum und ich kann euch unglaublich verstehen. Ich habe mal einen Blogartikel geschrieben, wie man sich einrichten kann, so einen Platz zu Hause, dass man immer auch zu Hause kreativ sein kann. Seit ich ein Kind habe, weiß ich, es ist nicht so einfach, auch nicht so einfach, wie es in dem Blogartikel steht. Es sind immer noch total gute Tipps, wie ich finde, die ich auch umsetze. Aber na, die Probleme liegen einfach woanders. Ich bin jetzt gerade wieder hier alleine, ich kann jetzt weitermalen. Das werde ich auch, ich freue mich auch drauf. Man wollte das ganz authentisch jetzt gerade einfach mal mit euch teilen, genau. Und schicke somit hier nochmal richtig doll raus ins Universum, dass ich einen Raum brauche oder dass ich einen Raum habe. Es ist ja immer man muss es immer in der Gegenwart formulieren. Ich habe einen Raum, der fußläufig erreichbar ist, groß, große Fenster, hell, in dem ich filmen kann, in dem ich auch wieder offline Klienten empfangen kann, weil das ist hier jetzt auch nicht so einfach. Es ist zwar gerade hier auch möglich, aber in einem ganz kleinen Rahmen und ich weiß auch nicht, ob ich das weitermachen werde. Genau, in dem ich Klienten empfangen kann und in dem ich meine eigene Kunst wieder mehr verwirklichen kann, weil es ist was ganz anderes, wenn ich aus der Tür gehe und raus bin, als wenn der Kleine weiß, dass ich hier die ganze Zeit in diesem Raum hier bin. Ich versuche mir jetzt wieder für den Prozess zu öffnen. Drückt mir die Daumen, dass dieses Bild fertig gemalt werden kann. Ich freue mich unglaublich eigentlich jetzt drauf, da wieder einzusteigen. In solchen Momenten ist es total wichtig, einfach dankbar zu sein, überhaupt ins Tun zu kommen. Das ist auch mein Rat an euch alle, wenn ihr gerade in ähnlichen Situationen seid. Es geht nicht, also es geht nicht auf Teufel komm raus, irgendwas zu erschaffen. Es ist übrigens unglaublich spannend zu schauen, nach welchem Material dir gerade ist, welches Material dich ruft und gleichzeitig zu gucken im Prozess auch, ob du das Bedürfnis bekommst, das Material zu wechseln und warum, also auch das zu reflektieren. Das ist super spannend, also muss nicht immer die Antwort wissen, aber es ist wichtig, das zu spüren, dass es so ist. Also bei mir ist es im Moment so, dass ich ganz oft von Aquarell zu Acryl wechsle und dann am Ende von einem Bild immer das Bedürfnis dann habe, doch mit Acryl reinzumalen, also zu überdecken, mehr Halt reinzugeben, dass es nicht zu sehr fließt, also weil es mir auch einfach Halt gibt. Genauso wie diese Linien, die Linien hier am Anfang, die da entstanden sind. Das ist sehr wichtig, darauf zu achten und darauf zu hören und auch zu schauen, was einem das über sich selber verrät. Also es geht nicht nur darum, hinterher das Bild zu analysieren, überhaupt nicht, sondern eher, geht in der Kunsttherapie viel, viel mehr darum zu schauen, wie es dir im Prozess geht. Und was du im Prozess brauchst, zu üben, zu spüren, also gemeinsam mit der Kunsttherapeutin zu üben, zu spüren, was du brauchst. Und dann stellvertretend sich immer zu fragen, was braucht das Bild? Also dafür wirklich ein Gespür zu entwickeln. Zum Beispiel, dass es mir unglaublich gut tut, mit diesem Weiß jetzt nochmal Struktur reinzugeben, die Linien nachzuziehen, die man nicht mehr sehen kann. Überhaupt die Linien nachzuziehen, das ist ein ganz meditativer Prozess gerade.
wirklich sich mir jetzt hier ganz bewusst zu machen, dass ich gerade aus dem Chaos eine Ordnung schaffe. Das ist unglaublich heilsam. Und wenn wir jetzt Mamas zugucken, ganz ehrlich, welche Mama schafft sich diesen Raum hier gerade, den ich mir hier jetzt gerade einfach ganz egoistisch nehme und den ich einfordere? Und spürst du gerade, wie wichtig das ist und wie gut das tut? Das ist so ein kleiner Appell. Und wenn du es nicht selber schaffst, also wenn du das nicht im Alltag integriert bekommst und das so durchsetzen kannst, das ist ja verständlich, das ist auch schwierig, dann hilft dir vielleicht ein fester Termin. Dann komm doch gerne in den Arzt-Club und dann hast du einen Termin im Kalender stehen. Das ist dann so wie ein Arzttermin oder irgendwas, also ein wichtiger Termin, zu dem du dann musst und den du dir frei hältst. Und dann vielleicht dein Mann oder eine andere Begleitperson, eine andere Bezugsperson, wo dein Kind da ist und du wirklich in dir die Zeit und den Raum nimmst, dich mit dir zu verbinden, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Gefühlen und auch einfach nur Freude am Gestalten hast. Dann hast du direkt 7 Termine, die du dir auch, wenn das dir zu krass ist, ist jeden Monat zu machen oder vielleicht sogar jede Woche, die du dir dann auch ganz einfach, ganz in Ruhe über 9 Monate verteilen kannst. Und allein das schon zu wissen, dass du in den nächsten 9 Monaten auf jeden Fall 7 Termine ganz für dich hast, ist unglaublich wertvoll. Das Bild wird dann irgendwann mal weitergemalt, denn nun braucht meine Familie was zu essen. Da ich ja für das Geldverdienen zuständig bin, machen wir das schon auch so, dass mein Mann total viel kocht, aber irgendwie passt es heute nicht in den Tag. Genau, und ich koche ja auch eigentlich total gerne. Ich bin trotzdem froh, dass ich keine Kochsendung habe hier, sondern Kunsttherapeutin bin. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Wir haben Kürbis, wir haben Kartoffeln, wir haben Falafeln. Ich denke, es gibt Kürbis, Kartoffeln und Falafeln. Und ich dachte gerade echt, was ist denn hier so schön warm? Ich habe hier meine Hände so über der Herdplatte. Die waren noch an, wahrscheinlich seit Stunden. Yes, es ist einfach der normale Wahnsinn, das normale Chaos, was man so hat, wenn man, ja, wenn man eine junge Familie ist und nebenbei einfach auch viel arbeitet und ja, dann bleibt einfach mal, wird die Wohnung auch schön warm. Kartoffeln sind schon gekeimt, ist gar nicht schlimm. Die kann man wegschneiden. Und das ganze Solanin, habe ich auch gehört, habe ich mir sagen lassen, ist dann auch in den Keimen drin. Und die Kartoffel selber hat dann weniger Solanin. Und wenn man es dann richtig schön wegschneidet, dann hat man eine total solaninarme Kartoffel. Was voll cool ist, also kein Grund, sich drüber aufzuregen. Seit ich Mutter bin, bin ich irgendwie nicht mehr so krass interessiert daran, jeden Tag. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, das tollste Essen, also gesund schon, aber das aufwendigste, beste Essen auf den Tisch zu stellen. Wenn man manchmal so YouTuber guckt, die ich auch gerne gucke, wo ich mir denke, so wow, wie machen die das? Das ist einfach der Fokus, den sie halt wahrscheinlich setzen. So Menschen, die irgendwie den Fokus auf Ernährung legen, aber auch ihre Kreativität in ihrer Ernährung ausleben. Das war bei mir früher auch so, aber ich habe kein Interesse mehr daran, die leckerste Lasagne überhaupt auf den Tisch zu stellen. So, das beste Rezept, das ich irgendwie, mit dem ich irgendwie, das mir irgendwie in den Sinn kommt. Sondern mir geht es einfach darum, dass es einigermaßen gut schmeckt, dass es aber vor allen Dingen recht schnell geht, dass die Sachen aufgebraucht werden, die wir haben. Und dass es allen natürlich schmeckt und dass es gesund ist. Also, dass wir unsere Nährstoffe alle abdecken. Wir sind eine vegane Familie. Deswegen ist das schon. Also ist für jeden Menschen sehr wichtig, aber genau, wir achten halt schon auch nochmal mehr drauf, alleine schon aus dem Grund einfach und dadurch wahrscheinlich auch stärker, als es Menschen tun, die denken, dass sie mit dem, was sie essen, sowieso alles abdecken. Genau, deswegen ist das schon auch ein Thema, also wir versuchen das aber ziemlich intuitiv zu machen und wir haben so ein paar kleine Hacks, so ein paar Sachen,
die halt immer da sind, wo wir wissen, dass wir dann dadurch, dass wir sie täglich zu uns nehmen, mit bestimmten Dingen sehr gut abgedeckt sind, ohne dass wir uns große Sorgen machen müssen, wie zum Beispiel Omega-3-Öl und sowas. Genau. Aber ich stelle mich nicht in die Küche und will irgendwie ein super krasses, tolles Essen für meine Familie zaubern. Die Zeiten sind vorbei, vielleicht kommen sie irgendwann wieder. Und bei meinem Mann ist es auch nicht so. Also wir nutzen ganz oft Tiefkühlgemüse, weil es ja eh so ist, dass dort die meisten Vitamine noch drin sind. Und es geht einfach auch schneller, machst den Beutel auf, schmeißt es rein. Das fand ich früher total blöd, weil ich das so wunderschön fand. Also auch so einen wunderschönen, kreativen Verwandlungsprozess, wie halt in der Kunst. So einen frischen Blumenkohl zu haben, am besten direkt aus dem Bauernhofladen, wo noch all die Vitalstoffe so spürbar sind, den dann ganz in Ruhe zu schneiden und zuzubereiten, so zu schneiden, wie man das gerne hätte für das Gericht auch. Und ja, dieser ganze Prozess und da unglaublich viel Liebe reinzustecken. Ja, mittlerweile ist es so etwas, was ich ganz bewusst an Weihnachten tue oder wenn wir Besuch bekommen, der selten kommt, aber nichts mehr für jeden Tag. Genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so ist, ob ihr den Fokus da sehr drauf legt, ob euch das sehr wichtig ist, ob das für euch ein super wichtiges Stück Lebensqualität ist. Das kann ja auch sein. Ich habe gerade auch überlegt, wie war mein letzter Vlog eigentlich, der erste Vlog, als ich noch schwanger war. Und das war eine Zeit, wo ich auf jeden Fall ein bisschen Fokus drauf gelegt habe und wo ich mir auch noch jeden Tag diesen Sellerie-Apfel-Möhrensaft gemacht habe, also selber gepresst. Ich habe mir selber Saft gepresst. Wie krass ist das denn? Ich bin jetzt total stolz auf mich. Gerade hier ist so eine Smoothie-Kanne voll mit grünem Smoothie, den ich mir vorhin gemacht habe. Ich habe nämlich so ein super lustiges und wunderschönes Video von Wim Hof gesehen. Der Iceman, ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Und das war so cool. Da hat er auch gekocht, hat eine Suppe gekocht und total viel erzählt nebenbei. Und erzählt mir so, er hat das so richtig, jede Kartoffel, die er geschält hat, jeden Kohl, den er gehackt hat, total gefeiert und da richtig reingespürt und die Lebenskraft gespürt und das Essen total geehrt und es aber auch ziemlich pur gelassen. Also er hat es nur geschält, geschnitten und in den Topf geschmissen. Und danach hat er seinem Essen was vorgesungen, also er hat seine Gitarre genommen und eine Huldigung an sein Essen gesungen. Das fand ich unglaublich schön. Er meinte, all the good energies gotta go into your food because you also eat these energies. Und genauso ist es. Also ich habe in meinen WG-Zeiten schon, ich hatte einen ganz besonderen Mitbewohner. Ich erzähle total viel aus dem Nähkästchen hier, aber es ist ja auch ein Vlog, dafür ist es da. Genau, ich hatte einen ganz besonderen Mitbewohner. Wir waren eine 6er-WG und ein Mensch hat dort gewohnt, der schon deutlich über 50 war und total viel Weisheit und Lebenserfahrung mitgebracht hat. Also Lebenserfahrung ist nicht gleich Alter, aber dieser Mensch hat auf jeden Fall sehr viel Lebenserfahrung und Weisheit mitgebracht. Und der hat das ganz streng und ganz ernst genommen. Wenn er gemerkt hat, dass irgendjemand mit einer schlechten Energie gerade für die WG kocht, dann hat er gesagt, ey, pass auf, du lässt jetzt das Kochgeschirr hier fallen. Ich werde es nicht essen, was du hier kochst mit dieser Energie. Weil ich finde, er hat unglaublich recht. Ich versuche es auch seitdem zu beherzigen. Dieser Mensch lebt mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich denke da häufig noch dran, an all die ganzen Weisheiten, die da mitkamen. Die auch mich als Kunsttherapeutin auf jeden Fall mitgeprägt haben, auch wenn das natürlich nicht im Studiumkontext war, sondern einfach in diesem WG-Kontext, in dieses ganz normale Erwachsenwerden, dieser Wahnsinn mit Anfang 20. Ja, und immer wenn ich koche, denke ich an diesen Menschen und versuche, möglichst gute Energie in mein Essen zu geben. Vielleicht kannst du da ja auch jetzt was mitnehmen, wenn du gerade zuhörst und du sagst, du kommst nicht dazu, Zeit für Kunst, für deine Kunst zu haben. Du hast keine Zeit zu malen oder was auch immer du tust. Du kannst in allen Dingen, die du machst im Alltag, gerade kochen, aber auch andere Dinge, auch Dinge, die notwendig sind, die Energie reinlegen, dass es zu Kunst wird. Also du kannst künstlerische Energie in alles hineinlegen. Das ist total wichtig zu wissen. Und es ist auch alles, das ist nicht nur künstlerische Energie, die du reinlegen kannst. Ich habe ja gerade so ein bisschen den Unterschied gesagt mit dem Fokus. Du kannst auch kunsttherapeutische Energie hineinlegen. Also du kannst aus allem Self-Care-Art machen, aus allem, was du zu Hause in deinem Alltag tust. Und du kannst, es ist natürlich so ein bisschen, also es ist natürlich
ja, jetzt beim Kartoffelschälen so ein bisschen fehl am Platz vielleicht, in tiefe Prozesse einzusteigen und dann vielleicht weinen zu müssen, weil man dann reflektiert, oh, jetzt hat die Kartoffel keine Schale mehr oder so. Aber du weißt vielleicht, was ich meine, wo da das Therapeutische drin liegt. Mehr vielleicht eigentlich das Künstlerische, aber das Künstlerische hat ja auch so seine therapeutischen Momente. Allein, dass wir ins Gestalten kommen, wir aktivieren unsere Schöpferkräfte und merken, was wir in die Welt bringen können, aus unserer Mitte heraus. Das ist doch wunderschön und mit diesem Fokus ist es einfach auch Kunst, also mit dem, was ich gerade alles beschrieben habe, wenn du deine Aufmerksamkeit reinlegst, wenn du dein Bewusstsein reinlegst, wenn du es achtsam tust, wenn du es mit Liebe tust, wenn du auf deine Gefühle achtest, während du es tust, dann ist es Kunst und irgendwo ja auch Kunsttherapie. Yes, die Kartoffeln sind geschält, jetzt kommt der Kürbis und dann schauen wir mal. Intuitives Kochen. Ich mache meine Gewürze immer, bevor ich koche, ins Essen. Das ist einfach die indische Art und Weise, das zu machen. Das habe ich so gelernt. Damit die Gewürze so ein bisschen angeröstet werden und die Aromen sich entfalten können. Also nicht erst kochen und dann nachwürzen. Also zumindest nicht mit sowas wie Kurkuma und so, sondern rein und mit andünsten, mit anrösten. Das ist auch so ein Hack. Täglich Linsen essen, wenn man sich vegan ernährt. Wirklich täglich. Weil Linsen die das pflanzlich am besten bioverfügbare Eisen haben. Und da muss man sich darüber keine Gedanken machen. Das ist unglaublich praktisch. So, ich war gerade dabei, das Video zu schneiden und habe gesehen, dass mir ein Schnipsel abhanden gekommen ist, nämlich das Outro. Das, wo ich euch Tschüss sage, das, wo die Suppe fertig gekocht ist. Ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her. Seitdem sind echt viele Sachen in der Welt passiert. Es ist ein Krieg ausgebrochen. Ich habe wirklich überlegt, ob ich das Video hochlade oder nicht. Und habe mich einfach dafür entschieden, dass ich einfach hoffe, dass es euch jetzt Spaß gemacht hat, es zu gucken. Dass es ein bisschen Ablenkung gewesen ist. Dass es ein bisschen Leichtigkeit vielleicht auch gebracht hat in euren Alltag. Genau, und ich habe ein anderes Video gedreht, was ein bisschen schwerer ist von der Stimmung her, wo es darum geht, euch was mitzugeben zur Stabilisierung, um bei euch anzukommen. Und während ich dieses Video gedreht habe, ist mir aufgefallen, dass ich einfach so viele Videos zu diesen Themen gerade schon aktuell habe. Also auch die Übungen, die ich gezeigt habe in dem Video, was ich jetzt gedreht habe, dass ich mich dann entschieden habe, dass ich es gar nicht unbedingt hochladen muss jetzt gerade, sondern dass ich euch einfach mal hinweise gerade auf die Playlist Entspannen durch Kunst. Da sind viele drin, auf die Playlist Kunsttherapie und ja genau, vor allen Dingen das Kristalle malen, das ich vor kurzem hochgeladen habe, das Meditieren durch Malen, das ich vor kurzem hochgeladen habe. Klickt euch einfach mal durch, da sind echt viele hilfreiche Dinge dabei, die jetzt auch helfen können, bei sich anzukommen, sich zu zentrieren, den Druck rauszunehmen und einfach auch auf andere Gedanken zu kommen. Und sei auch gerne bei den Art Soul Clubs jetzt dabei. Ich habe jetzt 2 Art Soul Clubs. Jetzt diesen Sonntag eine Notfall-Kakao-Zeremonie in Anführungsstrichen. Ich packe alle Links in die Videobeschreibung und die nächsten Art Soul Clubs sind zum halben Preis, dass du dir beide leisten kannst. Also auch das intuitive Malen, entspannt im Fluss. Genau, falls du es jetzt einfach dringend für dich brauchst und diesen Raum für dich nutzen möchtest, das ist doch viel besser und viel schöner, als alleine so ein YouTube-Video zu gucken und dann alleine die Übungen zu machen, einfach sich in einer Gruppe zu treffen und gemeinsam kreativ zu sein, auf andere Gedanken zu kommen, zu entspannen. Mach's gut und bis bald. Wenn dir meine Videos gefallen, klick gern die Glocke und den Abo-Button.